heute geht's um einen besonderen Pilz, den hier. Ja, den kann man essen. Der Riesenporling, Meripilus giganteus, und da ist der Name Programm. Und interessant an Riesenporlingen ist wirklich, dass man die zwar verwechseln kann, aber nicht wirklich kritisch. Also durchaus ein für Einsteiger geeigneter Pilz, wenn man jetzt auch im ersten Moment erstmal denkt, ist das jetzt wirklich was? Und da kommen wir mal zu den Burschen. Ja, bevor wir jetzt mal so ein bisschen einsteigen, haben wir hier wirklich einen der wenigen essbaren Porlinge vor uns. So viele gibt es da nicht, aber einige. Und ich habe schon gesagt, die gute Nachricht ist, wer jetzt mit Pilzen anfängt, findet hier im jungen Stadium durchaus einen ganz ordentlich essbaren Pilz. Hier kann man das gut sehen, also die sind jetzt wirklich jung genug und da schmecken die noch richtig gut. Die haben den Nachteil, wenn die dann alt werden und größer, dass die dann scharf schmecken können und bitter. Und jung sind die aber wirklich mild, riechen und schmecken auch pilzig. Und abgesehen vom Stiel sind sie auch durchaus brauchbare Mischpilze. Kann die auch toll panieren und ihr seht, die sind auch durchaus schön weich und gar nicht so schlecht. Nun, schauen wir mal ein bisschen auf die Verwechslungspartner, nicht? Da wären Bergporlinge zu nennen, sagt der Name schon, kommen in der Regel eher natürlich in höheren Lagen vor, wären essbar. Klapperschwamm und Eichhase, finde ich, sehen völlig anders aus, sind essbar. Und dann kommen eben Sägeblättling, Haarstielporlinge, das sind alles Pilze, die sind zumindest nicht giftig, ungenießbar, ja, die wären halt bitter. Und dann hätten wir Schwefelporling als essbaren Pilz und schuppige Porlinge ebenfalls als essbare Pilze. Also da ist nichts Kritisches drunter, wo man jetzt wirklich was falsch machen kann, solange man denn sicher ist, wir haben es mit einem Porling zu tun. Ja, wie kann man sich da sicher sein? Schauen wir es uns an. Also, der Hut und der Fruchtkörper, die wären riesig, ja, giganteus meint groß. Und da haben wir es durchaus mit Pilzen zu tun, 30, 40, 50 cm im Durchmesser solcher Aggregate sind nicht selten. Der hier ist noch recht klein, die können wirklich richtig groß und rundherum wachsen. Und da sehen wir eben auch schon durchaus Pilze mit 2 Metern im Durchmesser, die sind dann zum Essen meist zu alt. Der Hut ist samtig, braun, fächerförmig, überlappend, verwachsen und entspringt immer aus einem gemeinsamen Strunk, die dann breiter werden und wo er herauswächst. Der Rand eher wellig, dünn, gelbbraun, rotbraun gezont, insbesondere bei schon älteren Exemplaren. Und wenn wir uns das ein bisschen näher anschauen, sieht man auch, wenn man den drückt, dass die sich ganz jung schnell verfärben, also relativ schnell schwarzbraun. Die hier sind schon ein bisschen älter, so mittleres Alter und meist schon ein bisschen bitterlich. Also das ist schon ein bisschen drüber, während die kleineren hier gezeigten, hier oben, hier diese da, für Speisezwecke wirklich noch gut geeignet sind. Das merkt man schon, wenn man die anfasst. Die sind weich, die geben nach und das ist einfach vom von der Konsistenz merkt man das gleich. Ja, das eine ist so ein bisschen wie Leder, das ist richtig schön, pilzig, fleischig und schmeckt auch besser, als man denkt. Ja, Fleisch, ich habe schon gesagt, weiß, leicht gelblich, weich, im Schnitt langsam braun verfärbend, also bei jungen Röhren nicht auf Druck, relativ schnell schwarzbraun und das Fleisch, wie gesagt, nach dem Schnitt langsam braun bis schwärzlich verfärbend. Der Stiel immer irgendwie gebogen, der wächst irgendwie so schief immer heraus. Die Basis des Stiels ist getupft. Ja, also man sieht immer so kleine bräunliche Tupfen da dran. Und gern auch seitenstielig, also so seitlich herauswachsend mit so einem Hut an der Seite, wie man hier angedeutet sehen kann. Das geht auch noch wesentlich größer. Ja, Poren, klar, Stielporlinge oder hier Riesenporlinge. Und da haben wir es natürlich mit den großen Poren zu tun, weißlich, gelblich, herablaufend, auf Druck schwärzend, insbesondere wenn sie jung sind. Spornpulverfarbe sieht man manchmal, in der ganzen Gegend sieht dann aus wie gezuckert, weiß. Vorkommen Mischwald, gern im Nadelwald, gern Weißtanne, aber auch Laubwald sehen wir hauptsächlich an Buchen, ein Folgezersetzer. Spätsommer bis Herbst, also ein Weißfäulererreger zersetzt das Lignin im Baum und bleibt dann logischerweise die wattige, zelluloseartige Struktur zurück. Ja, zur Lebensweise im Moment später. Gattung, ich habe es gesagt, Porlinge, Saftporlinge, merkt man bei den Jungen, wenn man drauf drückt, ne, da kommt richtig Saft raus. Und die Verwechslungsgefahr haben wir schon besprochen. Also, wie gesagt, der Kommentar ist nochmal hier wirklich erwähnt. Ganz jung essbar, alt oder älter werden, wenn sie so gezonte Ringe haben, das ist hart die Grenze hier, schnell bitter werdend und dann eben nicht mehr zum Essen geeignet.
Ja, was muss man noch sagen? Die werden schlecht bewertet im Speisewert. Ich finde sie gar nicht so schlecht, solange sie nicht bitter sind. Und auch gebraten als veganer oder vegetarischer Schnitzelersatz. Wirklich bemerkenswert, vielleicht ähnlich dem Schwefelporling einzuordnen. Ja, die Fruchtkörper sind eben schon ein bisschen kräftiger. Die Stiele in der Regel wirklich nicht so richtig zum Essen. Aber sie sind besser als ihr Ruf. Und deswegen stelle ich den euch mal vor. Zur Lebensweise. Ich habe schon gesagt, ein Weißfäulererreger und Schwächeparasit. Das heißt, bei älteren Buchen kann man den durchaus auch auf noch lebenden Bäumen sehen, im Wurzelbereich. Und der dringt dann eben immer weiter in stammnahe Bereiche vor, im Xylem, also im wasserleitenden Teil sozusagen, verursacht er dann im Baum eine Versorgungsstörung. Und am Ende wird der Baum eben wegen der Vitalitätsminderung absterben. Also der Pilz sozusagen ist einer der natürlichen Zersetzer, die eben die Bäume, die geschädigt sind oder im Endstadium ihres Lebens wieder in den Kreislauf zurückführen. Und ich finde es toll, einer der wenig essbaren Porlinge, den euch mal zu zeigen, vorzustellen. Versucht es doch mal, bestimmt ihn. Vielleicht hilft euch das Video als erster und nächster Schritt. Und wenn ihr euch sicher seid, habt ihr da einen Pilz vor euch, wo man, wenn man weiß, dass es ein Porling ist, nicht allzu viel falsch machen kann, wenn er nicht bitter schmeckt. Durchaus passabel und mal eine Idee wert. Also, habt Spaß. Geht raus, schaut euch die Burschen an und hier kann man wirklich ganz gut sehen, in diesem Stadium kann man an diesem nicht mehr, der ist jetzt zu alt, aber oben drüber nicht, hier wo sie praktisch unten immer wachsen, oben drüber kommen neue raus, man sieht die auch so gruppig, ihr seht oben eine Gruppe, dann hier eine Gruppe etwas weiter auf den Wurzeln wachsend und die Jungen davon kann man durchaus mal anschauen. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß, geht raus in den Wald, erholt euch und vielleicht findet ihr ein paar Pilze. Wir wünschen euch immer etwas Regen in der Nacht, einen vollen Korb und bis bald im Wald. Also, wenn ihr Spaß habt, lasst uns einen Daumen hoch da. Das kostet nichts, tut der Seele gut, tut auch einfach der Verbreitung unter den Pilzfreunden gut. Ja, wenn ihr Pilzfreunde habt, teilt gerne den Kanal. Ihr könnt euch unterstützen, kostet nichts, aber hilft uns allen ein bisschen weiter, ein schönes Netzwerk zu bilden mit dem tollen Hobby. Also, Daumen hoch nicht vergessen, weiterschauen. Danke.